Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origin. So, weiter geht's. Pharao aus der Nähe sehen? Mit der Quest erreiche den Tempel des Amun mit Kemu. Ist jetzt so eine Art Rückblick von Bayek, seinem Sohn anscheinend. Ja. Oder von seinem Sohn, ja. Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. So. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Spring. Okay. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh. Ich hab Angst. Ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi! Oh. Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Konfrontiere die Soldaten. Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Alter! Kann es sein, dass das gescriptet war? Ja. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und Schweig!
Das falsche Orakel. Lasst niemanden hier rein. Femo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt, ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden auffliegen. Heilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Puh. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo! Nein, komm! Seid abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will nur Zeit gewinnen? Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Yeah! Oh mein Gott. Oh nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Halt's Maul! Du Scheiße. Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen! Der Fürst Eduard erwartet dich! Okay, damit wäre der auch erledigt. Aber richtig traurig eigentlich. Scheiße, jetzt haben wir natürlich das nicht fertig gemacht mit den Priestern.
Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Okay, kann ich anscheinend doch noch da bleiben. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich das Gebiet abschließen, komplett. Okay, der Ibis Medunamun ist tot. So, jetzt wollte ich aber trotzdem noch hierher. Schon, ob wir die restlichen Typen da noch kriegen. Ist sie schon befreit oder nicht? Ist gefangen, genau den wollte ich haben. Gefangen im Tempel, genau. Jetzt sind ja die ganzen Typen wieder da, sehen wahrscheinlich. Die Götter werden dir nicht Bayek, bist du es wirklich? Den Göttern sei Dank. Dieser Irrsinn muss aufhören. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Ja, das habe ich. Das waren alle. Müssen wir nur die Schätze finden. Wie finde ich denn die Schätze?
Ziele, okay, das habe ich schon. Das ist auch nicht schlecht. Halte Touchpad gedrückt, um dich hinzusetzen und dich zu gehen und die Zeit schnell vergehen zu lassen. Machen wir nochmal. Meditieren, denke ich, heißt es. Jetzt würde ich gerne... Ich glaube, ich werde in den Tempel mal reingehen. Hier ging sie, glaube ich, runter. Hier ist sein Sohn gestorben. Hier können wir nichts plündern. Er kann mir ja auch nicht weiterhelfen, oder? Oh, das ist hier ein Schatz. Schauen wir mal, das ist ein Schatz. Thank you.
Neues. Muss hier oben sein. Ah, hier, okay. Schwere Klingenwaffe. Okay, haben wir den zweiten. Dann schauen wir uns, wo der dritte befindet. Wird dann ja da hinten sein. Muss hier irgendwo sein. Ah, da ist er, okay. Na, plünder ihn noch. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. So, hier wäre ein Aussichtspunkt. Ne, das haben wir schon. Hier könnten wir halt noch hin. Da wäre ein Fragezeichen. Da wäre auch noch eine Quest. Viele haben wir nicht mehr, Leute. Ich denke mal, ein, zwei Folgen noch. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die Quest mal an. Und machen dann auch an der Stelle einen Cut und schauen dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. So, okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.